Nahmt ihr dreisten Dryaden, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout London. Letzte Folge haben wir ja den Bunker hier so ein bisschen geclearet. Oder dieses Biotop. Und jetzt haben wir da dieses Ding. Dann sollen wir an diesen Computer rangehen. Und eigentlich möchte ich nicht. Angst, dass das Ding mir den Kopf abbeißt. Wisst ihr, wer das sein wird? Das ist bestimmt sein Kollege, sein Geliebter. Hat ja auch so leichte Last of Us Vibes, ja? Er kann ja mit dem hier unten sprechen. Vielleicht ziehen die dann hier runter. Mit Synapsenbaum. Hello there, traveler. I sense that you have come. Ja, warte mal, wir müssen mal. Ich habe ja in den Einstellungen rumgespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch Auswirkungen hat auf die Texte. Aber das kann man ja sonst kaum lesen. Seeking answers. Also, ich bin in die Atmosphäre hergekommen. So im Nachhinein? Okay. One day, Gordon would come and find. Are you saying that is actually possible? Auf jeden. Deine Liebesgeschichten interessieren mich nicht. Sag mir, warum die Dryaden wild sind. Ja. Das ist ganz gut hier, ne? Is a powerful force that connects us to one another. It is what gives our lives meaning and purpose. Without love, we would be lost, wandering aimlessly through this world. Love brings us joy, happiness. And fulfillment. It is the foundation of all human relationships. Yeah. And it is what makes life worth living. But if Gordon seeks out the answers to such a simple question, I can aid you. A signal alarm came through the Pindar. From another, when a self-destruction alert was triggered, it caused the local security system here to go on high alert and interrupted the synapse between the Dryads and myself. As you can see, I've become a synapse tree due to the geck growing out of me. Much like how I am now one with the geck. It seems I've also become one with the Dryads. The fix to their agitation is so easy. A simple flipped switch will cease the alarm. Naja, zu alten Frieden ja vielleicht nicht mehr, ne? Ja, wir haben ja alle getötet.
Der Alarm ist ausgeschaltet, ich bin weg. Ja. Tell him that I love him and that I will always be with him. Even in this, if Gordon is alive, I can only assume that he shares my fate. Naja, er ist nicht ganz so festgewachsen, ne? Immer diese bedeutungsschwangeren Dialoge. Ich meine, immer wieder schön, ist ja auch wichtig, dass das so mitgeteilt wird, aber man kennt es mittlerweile auch. So, aber natürlich berichte ich Gordon gerne, dass du ihn hier in deinen heiligen Hallen empfangen möchtest. Da würde er sich sicherlich auch freuen. So, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was in dieser anderen, ne, und so. Das hier, war das das? Nee. Doch, das ist das, was hinter der Tür ist. Also, da bist sicherlich ein paar coole Vorräte drin. Aber mit dem Hacken habe ich es ja gar nicht so. Das wird so mit zu den letzten Sachen gehören, wo ich Skillpunkte drin investiere. Natürlich. Regnet's wieder und ist dunkel und räudig. Es stimmt einfach, was man über London sagt, ne? Wenigstens haben die ein großes, wärmendes Feuer. So, Gordon. Die Welt ein bisschen besser gemacht für dich. I can't believe you managed to open that door. I've been trying for years. Did you discover the cause of the Triad's aggression? Ja, dein Boyfriend. Ist ja irgendwie, ist das immer alles dieselbe Aussage, ne? So reden, um zu reden. Interesting, but I feel there is something more. Or was there anything else? Ja. Gute Nachricht ist, dass ich deinen Partner gefunden habe. Schlechte Nachricht, nun ja, er ist ein Baum. Ich muss los, bitte entschuldige. Was habe ich nochmal gemacht? Ja, genauso wie du stimmt er schon mal nicht. Tree? What do you mean? Is he a dryad? Or is he like me, a tree man? Oh, I didn't even know any of this was possible. Where is he? Can you take me to him? Ja, das ist doch gut hier, oder? He's alive after so many years, but how can he be like a normal tree, static?
What happened to him? I thought he was dead all this time. I never knew he was trapped in that form. I'm in shock, friend. I've been searching for him for so long. I don't care what he's become. He's still my partner. But a tree, that's unexpected. I never thought it was possible for anyone else to be like me. But to be static and unable to still move, he's alive. And that's all that matters. Thank you for finding him. You have done me a great service. I must see him, even if it means risking my own mutation. Wieso? I'll figure out a way to get in the lab. Come back in a few days. I need to prepare to see him. I will have something for you as well. Boah. Jetzt darf ich das immer noch nicht benutzen? In ein paar Tagen. Ey, krieg hier eine Panne, Mann. Wirklich. Und dann hier wieder in dieser versifften Suppe rumzulaufen. Ich wollte mir jetzt ein Bett hinbauen. Ich habe keinen Zugriff. Ey, das ist so gemein. Aber warum? Entschuldigung. Einfach nur übelste Zeit hier. Warum riskiert er seine Mutation? Da jetzt nicht einfach so auf ihn zurückgreifen. Das scheint hier auch schon wieder so ein bisschen buggy zu sein. So, dann lassen wir das erstmal liegen und kümmern uns weiter um unseren Fall. Ab nach Winter Garden. Was haben wir hier? One Canada Square. Na gut. Geht's dahin? Dann lösen wir diesen Fall. Gucken, ob wir dann irgendwann eine Nachricht bekommen, dass wir nochmal zu Gordon dürfen. Ich hoffe, er hat die Siedlung für mich. Miese Überforderung. Ey, nein, 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 Freunde. Oh Gott. Den Welpen brauche ich, glaube ich, nicht angreifen. Tschüss. Oh, ich bin tot, Alter, ich bin tot. Oh. Was geht denn hier ab? Double Cheese. Ich muss zwischendurch immer echt aufpassen, dass ich mir nicht einfach Alkohol in die Figur kippe. Oh, hier ist auch einer. Oh, hier ist alles voll. Wo bin ich? Was ist das hier für eine Bude? Das gibt's nicht. Warte, 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 warte. Wir lassen die Munition dafür aus. Oh, fuck. Ich hab gedacht, ich hab noch Mollys an der Hand. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, sie ist leer! Sie ist niemals leer! Ah. Was ist das hier für ein Platz, Mann? Ich hab den ja erkundet. Da war niemals hier so ein Alarm. I'll get you for that, you prick. I'll get you. Jetzt hänge ich hier fest, oder? Wie sieht denn das von mir hier? Oh, genau. Ich drück mir mal noch hin. Nee. Wie viele das sind.
Ja, box hier mal ein bisschen rum. Was macht man eigentlich mit dem Mörser? Kann man den auch schmeißen? Boah, die springen ja auch, stimmt ja. Ja, warum kann ich... Ach ja, ich kann mir nicht schießen. So nervig, wirklich. Wie viele das sind, das ist unfassbar. Es ist bestimmt... Oh, mein Leben. Wo ist denn das Photonengebräu? Habe ich da auch hier irgendwie... Oder ein paar Köterkeulen. Bisschen Schmutzwasser saufen. Macht der Süßkuchen. Ja! Das war alles leer! In der Third Person hört er niemals auf nachzuladen. Das ist auch ein komischer Bug. Ey, das wird mal mehr! Oh! Ach, shit, ey, du bist ein Lappen. Was war das bitte? Kommt mir vor wie bei Stalker, Junge. Wenn du da immer eine schnelle Reise machst, dann stehst du ja auch immer irgendwie mittendrin. Knusprige Eichhörnchen bissen. Spotted Dick? Ich habe Angst vor, aufzunehmen. Ist das Hauptquartier des Syndikats? So, von irgendwann heißt es dann, ja, wir stürmen das Hauptquartier und dann sind die alle wieder da. Das ist wirklich deren Basis, deswegen darf ich hier nicht anfassen. Also verstehe ich jetzt nicht richtig, Witz. Warum darf ich hier nicht weg? Wie habe ich diesen Ort gefunden? Ein bisschen so, der ist mit der Modware mäßig. Der Wintergarten.
Na denn auf. Was? Er denkt drüber nach? Klingt gefährlich. JK! Was? Wieso? Why did you ask me to join you? Ja. Also das waren wirklich nur zweckmäßige Sachen, Archie. Ansonsten bist du halt nicht zu gebrauchen. Wenn du mit anfährst, hättest du so, als ob zwei loslassen. No secrets are safe from me. Together we're a force to be reckoned with. And if it weren't for you, well, I'm not sure where I'd be. You think I'm taking the piss? I need me a proper partner in crime. So don't disappoint me, mate. You're damn right, mate. Happy to have someone with at least half my wit by my side. Anyway, as you were. Ist das hier so Kompagnon-Entwicklung? That shadow didn't move, did it? Oi, mate. Ah, ja, ja. Nee. Oi, mate. Erstmal wird die Strahlung einwerfen. Es ist echt, es ist gut, ne? Ich meine, guck mal, wie viel wir schon gesammelt haben in der Zeit. Aber es ist nie so, dass man sagt, ich habe jetzt tonnenweise Red Eggs. Was will der denn von mir? Haven't we? But honestly, this is the longest I've had a mate. Ain't easy out here in old Blighty to make friends. Even the Thames folk kept their distance from me. A child. But you've got my back. And that's right, Novel. Sogar die Leute von Especially the Thames folk. They'd have been happy to see you lurk, make a snack of me. One less problem for them. They wouldn't have listed a webbed finger unless I was one of their own. It's pretty easy to cut people out with a razor sharp wit. But you've stuck around. And even thrown a barb or two my way. I've always wanted that. You call one too many grannies commuters in training and they tend to kick you out of places. It's not like I was meaning to insult them. Just wanted to be mates with the birds. I've come to realize this sad state of affairs. The world ain't fair, and it sure ain't smart. But you are. All right. Enough with the... Ja, entspann dich jetzt mal bitte. Oh. Open your eyes, you Wally. Bist du blöd? Du bist gerade auf... Guck schon, wenn wir Streikkolben rausholen. Yeah? What do you want? Das Leeraffenzwilling. Hat dich auf den Tod gefasst. Yeah? What's it to you? Ja, ich möchte mit ihm sprechen. Oh Mann, ein Charisma-Punkt. Oh, nicht mal meine Stärke reicht aus. Well, you got your answer. Bugger off. Nö, muss ihn ja hier rausholen. Something's on my mind. Im Bus? Boah, shit, jetzt ist los. Aua! Nimm mir Spiel. Kann ich sehen. Oh, Archie. Euren Chef erledigt. Gibt auf.
Ah, der Ghoul war hier drin gefangen, jetzt sehe ich den. Warum ist der so eingefrostet? Finden wir gleich raus. Nachdem ich hier den sinnlosen Koffer knacke und hier dein alter Schlüpper drin ist, ich weiß es. Hab meine Haarnadel wieder gekriegt. Das war's wert. Thank you, friend. 1000 times thank you. I'm freezing my balls off in here. Gangschön. I can't believe that he would still be on my side. After everything I've done. You don't understand. I needed tickets fast. Chems were the only way. That and my sordid past. For you, my friend. Free. I'll tell you everything. Before the war, and the beginning of this corruptible, immortal state, I was an architect. A damn good one. The government hired me to build laboratories. My magnum opus was beneath the Angel Tube Station in Islington. It was by far the largest. I went to check up on it recently, but the area was filled to bursting with tunnel cloth. You need a gas mask to get anywhere close to the entrance. Tommy's your best bet of getting one of those. At the Imperial War Museum. I warn you. There's a dark aura around that lab. Even Grunt and his goons wouldn't go near it. Perhaps that's just my guilt. Pulling me down to hell. Well, I wouldn't give to go back to St. Paul's. Angel Station. My friend. I come from a time when we built things to last. I designed every inch of that laboratory to survive even the fiercest of atomic blasts. Mayhaps that was a sign that I too had been built to last. You can roll the dice and jump in the Thames. Maybe you'll become a Thames folk and grow cubes. I suggest you stick with a simple gas mask. Our Tommies can help you get one. My suggestion. Forget about it. There's a reason the government didn't tell me what goes on in those labs. And I'm not interested in finding out. I appreciate the offer. But I left behind my fair share of enemies at St. Paul's. The only one who could let me back in is Wayla. And I fear that bridge is burnt. Okay. Thank you for giving me a second. Vielleicht hätte man den jetzt auch in seine eigene Siedlung aufnehmen können. Ah, hier ist auch zu. Hör mal zu. Schlüssel des Wintergartens. Ich weiß nicht, ob man die Anstecknadeln gut verkaufen kann. War ja in dem Eiskühler drin? Ja, die immer alle so schnell. Oh, oh. Just help myself too, if I see something I like. Ist eine Karte. Der Eisbär. So. Oh, was ist das? Wo war das denn? Na da. Cool. Achso, hier. Wie bin ich denn hier reingekommen? Hier ist ja keine Tür. Sehr gut.
Sehr gut. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den befreit. Zum War Museum. Jetzt müssen wir hier clevere Entscheidungen treffen. Gordon lebt, hier geht es ja noch weiter, aber ich darf es nicht einsehen. Aus irgendeinem Grund ist hier das Dings nachher so unten gerutscht. Oder muss wirklich eine Nacht vergehen oder so? Das fällt also erstmal aus. Ich würde gern versuchen noch. Er meint ja, wir brauchen eine richtige Gasmaske. Wo war denn diese Prilla Dog Fabrik? Hier. Da waren noch Tommys, oder? Und dann hat man noch irgendeinen Bahnhof entdeckt, wo die auch sind. Mal gucken, vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen was reißen. Jedenfalls sind die gut bewaffnet hier. Und da sind wir ja damals nicht rein, weil die Ladezeiten noch so lang waren. Da hatte ich Angst, dass wir hier eine Stunde sitzen. Das Geschrei untersuchen. Ah, hier unten sind bestimmt diese Faustkämpfe. Unzugänglich. Hä? Ja, die wollen anscheinend alle noch nicht mit uns reden, weil wir hier erstmal diese Hauptsache machen müssen, ne? We will go quietly. Come see what I've got. Achso, Händler. Take a look. Hundefutter. Katze, Huhn, Lamm. Einfach nur Soße. Wenn man sie ja in die Soße trinkt. Ah, sie kauft nur so ein Stuff. Sind sie bereit, Drogen entgegenzunehmen? Nein. Ich habe einen Wurmbill getötet, das ist aber schon lange her. Until next time. Also nervt ja nur so ein bisschen, dass die ganze Zeit rumgebrüllt wird. Wie komme ich denn da hin? Wenn die überall Schlüssel gebraucht wird. Okay, damit mit mir redet. Sag mal. Hier war doch alles zu. Das sieht mir schon wieder stark fehlerhaft aus. You should consider enlisting. We need people like you. God save our gracious. Natürlich, sind wir mir jetzt was vor. Doch noch oben irgendwo. Hä? Was soll denn der Quatsch? Ist es? Ach Mann, Alter, ich hab gedacht, das sind Gitterstäbe. Das ist schlecht, Mann. It's no longer just a matter of principle. It's a matter of health and safety, of our rights. We demand machine maintenance, no more weekly amputations. We demand time off, at least one day a week. We demand fair wages, two, no, three tickets an hour. And other stuff too.
We demand to be treated like real people. We're not just Mr. Handy's mindlessly stuffing tins of chum. We're flesh and blood and irradiated spirit stuffing tins of chum. But we're still real people with real needs. Like bathroom breaks, we demand those too. And if we don't get them, we'll strike. We'll throw down our tools and stuff tins no more. Fair treatment for fair work. Fair treatment for fair work. Unless you want fair unemployment, get back to work. Von wem kam das jetzt? Yes? Oh, Willy Wonka. You don't work for me. What are you doing on my factory floor? Bisschen quatschen. Eigentlich bin ich nur spaziert. So you're the type to stick their nose in other people's business, huh? Yeah. You could be just what I've been looking for. Speak to me in my office. I have a business proposal for you. Management. Wir brauchen in diesen Zeiten eigentlich noch Haustürfutter. Ich setze mich mal so lange hin. Kann ich besser reden. Aber ich komme so nicht an dich ran. Du siehst nicht gut aus, Junge. Good. I thought you were a smart one. That's why I want to offer you a job. Ich stopfe keine Dosen mit Fischfutter voll. Nor would I let you. This job concerns Alan Calloway, the ne'er-do-well you heard earlier. He needs to be dealt with. He's bad for morale, not to mention my profits. But I can't touch him. His following among the rabble grows daily. He seems to have it out for me, personally. He verbally attacks me at every turn, and I've been at my wit's end all month. No idea what to do. And then, who but an avenging angel graced my doorstep? What say you? Will you return this factory to peace? Wenn das wirklich stimmt, was er da unten gefordert hat, ist das ja gar nichts. Dann sollte man dich hier wegschaffen. I've tried the peaceful approach. I bought him off. He just pocketed the tickets and kept on going. He's more money hungry than I am. Not if I give him an extended holiday. Something you can help me with. Ach komm, hör doch mal auf. That's brilliant. He'll change his tune in a heartbeat. I won't even have to pay him more than I already do if I make it regional sales goals. I can just give him the absolute worst regions. And no one would take his complaints seriously if I'm working with him. Bless you. I'm the hero, and he's the villain now. Follow me. You won't want to miss this show. Ich hätte jetzt. Ging jetzt irgendwie ein bisschen schnell. Das ist meine EP-Gear. Ich wollte das gar nicht so. Eigentlich wollte ich Dings unterstützen. What do you want now? Why, I've got good news for you. And I wanted everyone to hear this announcement. What are you up to, Harvin? I'm promoting you to regional manager. You now have the full authority to make changes that would affect regional sales. After all, you're receiving a share of the profits now. Your salary is now tied to our sales goals. No, you can't. You'll be in charge of regional sales in Bromley. But they're landlocked. Once you prove you can handle that responsibility, we'll look to add more territories. Oh, and don't forget, your pay's tied to sales goals. And we're a tad behind on those this quarter. You heard, Arvin. We need to meet those goals. That means ramping up the conveyor belt speed.
I can't thank you enough for that stroke of brilliance. I'll double my profits off his lazy ass. That creativity deserves a reward and a bonus. Stop by any time. Ja gut, wenn das so einfach ist. Hi, how are you? Ich hätte gern mehr für dich getan. Erstmal klaue ich eure Kohle. Ich bin ja ohne. Guck mal, das Ding sieht richtig sahnig aus. Aber viel Munition haben wir nicht. Es gibt so viel zu pimpen. Aber jetzt nicht. Dann müsste man ja auch Pistolen investieren. Da wird einfach viel zu viel, wo man was reinstecken kann, ne? Na gut, aber ich denke, wir machen hier heute erstmal eine Pause. Ich weiß nicht, wie wir jetzt fortschreiten mit der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Vielleicht meldet sich Herr Gordon endlich nochmal oder vielleicht reise ich da nochmal hin und versuche nochmal so unter uns zwei Klosterschwestern nochmal in die Sprich zu führen, dass ich seine Basis haben darf oder so. Mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Haut rein.